Du kannst täglich über 100 Euro mit Pinterest am Tag verdienen und ich zeige dir ganz genau wie, aber dafür musst du bis zum Schluss des Videos bleiben, um das ganze System zu verstehen. Jeder redet immer über Instagram, TikTok oder YouTube, wenn es das Thema Online-Geld verdienen mit Social Media fällt. Doch die wenigsten wissen, dass tatsächlich Pinterest auch eine extrem lukrative Gold- und Geldquelle ist. Was ist, wenn ich dir sage, Pinterest ist eine fantastische, noch unerforschte Möglichkeit, mit dem Social Media online Geld zu verdienen, ganz bequem von zu Hause, und dafür brauchst du keinerlei Startkosten oder Startkapital und kannst es ganz bequem auch als Anfänger beginnen. Dabei gibt es zahlreiche Wege, wie du tatsächlich mit Pinterest Geld verdienen kannst, unter anderem eine eigene Personal Brand hochziehen und eigene Produkte wie zum Beispiel digitale oder auch physische Produkte zu verkaufen. Eine weitere Option ist über Dropshipping, dabei kannst du natürlich organisch das Ganze verkaufen, lohnen tut sich das aber mehr mit geschalteten Werbeanzeigen, wie diese hier zum Beispiel. Hinzu kommt noch der Pinterest Creator Fund, der ist aktuell leider nur in USA und Kanada zugänglich, jedoch hat diese Creatorin über 13.000 innerhalb von nur 3 Monaten verdienen können. Das ist einfach unglaublich. Hoffentlich kommt es auch zeitnah nach Europa. Dazu gibt es noch eine weitere Option, und zwar Affiliate Marketing mit Pinterest. Eines der besten Wege, tatsächlich organisch Affiliates für deine Programme zu kreieren. Und da gibt es verschiedene Affiliate-Programme, die besonders für Pinterest lukrativ sind. Und zu guter Letzt darf man auch nicht unterschätzen, Verkaufen von digitalen Produkten auf Pinterest. Was viele nicht wissen, Pinterest ist eines der besten Verkaufsplattformen überhaupt, wenn es um das Thema Social Media geht. Denn die Leute in den meisten Fällen gehen tatsächlich auf Pinterest, um neue Inspirationen für einen Kauf, für zu Hause, für Outfits, was auch immer zu sammeln. Die Leute wollen was kaufen. Und das müssen wir ausnutzen. Insbesondere zum Thema Pinterest Income Demographics ist es besonders spannend zu sehen. 45% of social users in the US with a household income of 100k are on Pinterest. Sprich, 45% der User aus USA haben ein Durchschnittshaushaltseinkommen von über 100.000. Also das sind im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen deutlich, deutlich größere Fische. Unter anderem, Shoppers on Pinterest spend an average of 80% more than people on other platforms that have 40% bigger basket size. Sprich, die Nutzer von Pinterest geben 80% mehr aus als auf anderen Social Media Plattformen und deren Warenkorb ist 40% größer. Sprich, die Leute sind bereit, mehr Geld auszugeben. Hier sind ein paar auch sehr interessante Statistiken zum Thema Shopping Behavior Demographics. Over 40% of users want to feel inspired during the shopping experience. Sprich, die suchen aktiv nach einer Inspiration. Die wollen aktiv inspiriert werden. Und zwei weitere sehr interessante Statistiken. 80% von allen wöchentlichen Pinterest-Usern sind auf dieser Plattform, um neue Brands und Produkte zu entdecken und kennenzulernen. Das ist unglaublich und das sollen wir auch als Werbetreibender oder Marketer oder Selbstständiger, egal, wir wollen was verkaufen, wir wollen Geld verdienen und das ist ein unglaublicher Fakt. Zusätzlich 75% aller Pinterest-User sagen, dass sie konstant am Shoppen sind auf Pinterest. Das ist einfach genial. Und ich will euch jetzt zeigen, wie wir das Ganze tatsächlich maximieren können, denn Pinterest ist eine unglaubliche Goldquelle, die noch extrem viel Potenzial hat. Ich weiß, viele Leute sagen, es ist gesättigt, aber die sagen das zu jedem Geschäftsmodell, weil sie probieren immer das Gleiche, was immer genau gleich gesagt wird und probieren das für eine Woche aus und wundern sich, funktioniert nicht, geht nicht. Problem ist, mit diesem und mit jedem anderen Geschäftszweig musst du konstant dranbleiben und darfst nicht alles einfach copy-pasten, sondern musst auch ein bisschen Innovation, kreatives Denken und bisschen anders an den Markt herangehen. Und ich will euch zeigen, wie ihr das Beste machen könnt. Bevor wir mit dem Ganzen starten, will ich euch ein Beispiel-Account zeigen, was tatsächlich im Rahmen wirklich möglich ist mit Pinterest. Hier zum Beispiel ist eines von sehr, sehr vielen Accounts so eine Art Personal Brand Mixture. Und das könnte zum Beispiel ein Inspirationsaccount für viele weibliche oder auch theoretisch männliche Zuschauer, was ihr tatsächlich mit eurem Pinterest-Account machen könnt. Vor allem, wenn ihr einen guten Touch habt für ästhetische Sachen. Sei es jetzt Interior Design, sei es jetzt Klamotten, sei es Grafikdesign, was auch immer. Das hat extrem gutes Potenzial auf Pinterest. Hier können wir zum Beispiel sehen bei Joanna, weiß ich nicht ganz, 90.000 Follower, 334 Following und die kriegt über 10 Millionen Monthly Views auf ihre Pins. Und schauen wir mal, was sie tatsächlich hier postet. Hier sehen wir alle möglichen Outfit-Inspos, sei es jetzt von sich selber oder von anderen. Wir sehen hier zum Beispiel Outfit-Konstellationen oder Zusammenstellungen von diversen Outfits, die sie jetzt zum Beispiel selber tragen würde. Hier einen kurzen Post dazu. 6 Must-Haves for cute cold winter outfits. Und dann hat sie eben die Affiliate-Links auf ihrer eigenen Webseite verlinkt. Das ist eine geniale Methode, die wir auch gleich uns anschauen werden, wie du das auch theoretisch selber machen kannst. Denn mit über 10 Millionen Monthly Viewers kriegt ihr ganz leicht eine gute 4-stellige bis hin sogar 5-stellige Summe monatlich an Profiten hin. Und wenn wir hier ein bisschen weiter scrollen, sehen wir
diverse verschiedene Posts, die allgemein sich ganz ästhetisch in ihrem Feed anpassen. Sei es jetzt von Reisen, sei es jetzt Outfits von sich, von ihren Freundinnen etc. Wir sehen hier ganz, ganz viele sehr inspirierende Outfits, passend zu ihrer Jahreszeit. Hier die Seychellen war ich tatsächlich auch dieses Jahr sehr, sehr schön gewesen. 15 Destinations to escape this cold winter. Alle möglichen Sachen, nach denen Leute auf Pinterest suchen würden. Denn Pinterest funktioniert eher als suchbasierte, optimierte Plattform und der Algorithmus zeigt euch dann dementsprechend mit der Zeit mehr Sachen, die für euch interessant sind. Zum allererstes, zum Start, fangen wir damit an, ein Pinterest-Geschäftskonto zu erstellen. Dafür geht ihr einfach auf pinterest.de.at, was auch immer, je nachdem, Sign up ganz oben rechts und dann hier oben Create a Free Business Account. Bei mir ist es einfach auf Englisch, ich arbeite besser auf Englisch, bei euch wird es natürlich auf Deutsch sein. Dann fügt ihr eben eure E-Mail hinzu, Passwort und euer Alter. Sobald ihr euer Konto erstellt habt, könnt ihr dann Pinterest browsen, vielleicht nach anderen Interessen suchen, aber zuerst für uns ist wichtig zu entscheiden, in welche Nische gehen wir tatsächlich rein, für welche Nische wollen wir spezialisieren. Wir müssen uns theoretisch nicht für eine einzelne Nische spezialisieren, wie wir zum Beispiel bei Joanna gesehen haben. Die macht es eigentlich ganz breit für gewisse Interessen, für die sich selber interessiert und das kann auch eben ganz gut funktionieren mit der eigenen Personal Brand Schiene. Dafür ist aber natürlich besser, wenn man sich wohlfühlt, vor der eigenen Kamera zu präsentieren, besonders gut, wenn du eh schon eine Social Media Präsenz hast, wie zum Beispiel auf Instagram oder versuchst da eben eine hochzuziehen. Kann eben also beide Plattformen gleichzeitig hochziehen. Geht aber natürlich auch ohne Gesicht. Interessant zu wissen bei der Nischenwahl, dass ein Großteil der Pinterest Audience tatsächlich Frauen zwischen 25 bis 34 Jahre alt sind. Damit kannst du natürlich schon mal ableiten, okay, da sind die meisten Zielgruppen vertreten und diese werden mit Sicherheit auch am kauffreudigsten sein. Denn über lange Zeit war Pinterest überwiegend eine Plattform für Frauen. Mittlerweile immer mehr Männer nutzen tatsächlich diese Plattform. Also fokussiere dich am besten nicht nur auf diese eine Nische, denn du kannst wirklich heutzutage variabel wählen. Ein paar Nischen, für die du dich tatsächlich begeistern und interessieren könntest, wären zum Beispiel Klamotten, Kleidung, Winteroutfit-Inspo, Sommeroutfit-Inspo, was auch immer. Und es kann sich auf einzelne Teilbereiche fokussieren, wie zum Beispiel die 5 besten Stiefel für Frauen im Winter. Die 5 besten Accessoires. Also es kann sich sehr, sehr, sehr nischenspezifisch sein. Dann natürlich die Möbel. Du kannst verschiedene Looks, verschiedene Home-Interior-Accessoires für einen Winterlook, was auch immer. Also wie gesagt, für Pinterest kannst du sehr, sehr detailliert und nischenspezifisch eingeben, denn vielleicht lockt das mehr Leute an nach den Keywords. Dann natürlich Home Interior, wie ich bereits gesagt habe, also alles zum Thema DIY, Do It Yourself, Home and Crafts, alle möglichen Sachen und auch natürlich Deko-Schmuck für zu Hause. Dann Haustiere, auch eine super Nische zum Thema diversen Produkten, Artikeln, Affiliate-Sachen, super, super profitable Nische. Zusätzlich gilt das Gleiche auch für die Baby- und Kindernische. Die Autonische könnte auch besonders interessant sein für die männliche Demografik, denn hierbei können wir verschiedene Autos natürlich zeigen und da können wir natürlich verschiedene Auto-Blogartikel und kleine Auto-Accessoires, so diese 5 Gadgets braucht jeder Autoliebhaber oder sowas in diese Richtung, könnte besonders spannend sein. Eine zusätzlich lukrative Nische ist auch natürlich die Geldverdienen von Zuhause-Nische. Auch auf Pinterest hat es eine relativ gute Demografik und kann mit der Zeit auch ziemlich, ziemlich gut funktionieren. Aber natürlich müsst ihr auch da wiederum schauen, wie wollt ihr eure Audience dementsprechend anpeilen und anvisieren. Und zu guter Letzt auch eine sehr interessante Nische, vor allem in Q4 und der Geschenkjahreszeit, sind verschiedene Geschenke für die Liebsten, für die Freundin, für den Freund, Familienmitglieder, Mutter, Vater, Kinder, was auch immer. Also Geschenkinspiration, besonders personalisierte Geschenke sind extrem gut und diese kannst du zum Beispiel über Affiliate-Angebote von anderen Etsy-Providern selber einen Etsy-Account erstellen. Du kannst auch theoretisch digitale Custom-Produkte verkaufen oder auch deinen eigenen Print-on-Demand-Store. Also das ist eine super Option, wie du das Ganze vermarkten und bewerben kannst. Und hierbei kannst du auch natürlich Pinterest-Werbeanzeigen kombinieren. Der nächste Schritt ist, das passende Angebot zu finden, für das du dich entscheidest, das Ganze zu vermarkten. Wird von Anfang an nicht unbedingt funktionieren, denn du musst erst allmählich deine Pins posten und dann kannst du erst von deiner Audience verlangen oder sich für das Thema zu begeistern. Affiliate-Marketing kannst du theoretisch aber von Anfang an beginnen. Hierbei wird es natürlich nicht so sein, dass du ein Angebot findest und das konstant vermarktest. Hierbei wirst du verschiedene Produkte vermarkten müssen und auch das wird ein stetiger Prozess sein, neue Produkte zu finden, die für deine Pinterest-Audience interessant ist. Sei es jetzt, du bist in der Klamotten- und Fashion-Industrie und dann kannst du verschiedene Outfits von verschiedenen Providern zusammenstellen und dafür einzelne Links suchen. Oder theoretisch kannst du auch für dich für das
Amazon Associates Programm anmelden. Das ist das Affiliate-Programm von Amazon, das mitgrößte Affiliate-Programm der Welt. Das siehst du unter jedem YouTuber in seinen Videos, wie zum Beispiel, welche Equipment er benutzt. Wie zum Beispiel dieses Mikrofon von Shure, habe ich jetzt zweimal drauf getippt, hoffentlich war es nicht zu laut. Das könnte ich zum Beispiel auch in die Videobeschreibung packen und dann würde ich zum Beispiel 5% bei jedem Sale kriegen, denn dieses Mikrofon kostet, glaube ich, circa 300 Euro. Bisschen mehr, bisschen weniger, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall super Mikrofon. Aber dafür könnte ich zum Beispiel eine Affiliate-Provision kriegen, jedes Mal, wenn sich jemand darüber anmeldet. Und das Ganze kannst du auch für diverse Produkte machen, die sonst zum Beispiel bei Amazon verfügbar sind. Wie zum Beispiel die Top 5 Einrichtungsgegenstände unter 25 Euro. Nur als Beispiel, dann verlinkst du ein paar Pflanzen, verlinkst du ein paar LED-Lichter, was auch immer. Also nur, um euch ein Beispiel zu geben. Dafür müsst ihr euch ganz einfach bei Amazon Affiliates registrieren, den ganzen Prozess durchgehen und dann könnt ihr bei dem Ganzen bis zu 12% pro Produkt verdienen. Ein weiteres interessantes Beispiel, nur um zu zeigen, was hier wirklich möglich ist, ist zum Beispiel das Affiliate-Programm von Westwing. Hierbei müsst ihr zu diversen Produkten einfach suchen, was auch immer. Sagen wir mal, ihr bewerbt auch Fashion Nova Klamotten. Fashion Nova Affiliate-Programm. Und dann einfach Keyword plus Affiliate-Programm und dann findet ihr diverse Affiliate-Programme für eure jeweilige Nische. Aber hier sehen wir zum Beispiel nur als Beispiel Westwing. 30 Tage Cookie-Tracking und hier könnt ihr 5% Pay per Sale bekommen. Also sprich, jedes Mal, wenn ein Sale über euren Link kommt, kriegt ihr 5%. Und jetzt nur als Beispiel, was total realistisch ist, denn wir haben gesehen, bei Pinterest suchen die Leute aktiv nach Sachen, die sie kaufen wollen. Und sie sind auch deutlich eher bereit, mehr Geld auf Pinterest zu zahlen als auf anderen Plattformen. Und hier nur als kurzes Rechenbeispiel, hier sehen wir, die Couch kostet 2649 Euro. Und wenn wir das Ganze mal 0,05 rechnen, also mal 5%, würden wir, wenn wir diese Couch verkaufen, 132,45 € kriegen, nur dafür, dass wir eine Pinterest-Pin gepostet haben. Also das ist wirklich ein genialer Verdienst. Und das Ganze kannst du auch natürlich für verschiedene Pins machen und für diverse Produkte. Joanna macht es natürlich so, dass sie eine eigene Blogseite hat. Diese hat sie wahrscheinlich über Wix, WordPress oder anderen Website-Bildern innerhalb von kürzester Zeit erstellt. Und das würde ich euch auch idealerweise anraten, einen Blog in Kombination mit Pinterest zu kombinieren. Denn da könnt ihr nicht nur Werbung schalten auf eurem Blog-Account, wie zum Beispiel hier, denn die kriegt dafür auch Geld. Aber natürlich auch organische Leute auf euren Blog kriegen und damit mehr Geld verdienen. Denn ihr monetarisiert schließlich durch euren Blog. Denn hier könnt ihr die ganzen Affiliate-Links hinpacken. Ein Beispiel für passende Pins, die jetzt besonders interessant sind, wir sind zum Beispiel Winter Home Decor Sachen. Also ich habe das einfach mal hier oben eingegeben und wir sehen diverse verschiedene Inspirationen für Pins, was du zu Hause einfach das schön gemütlich ist für Inspiration, wie dein Haus eingerichtet werden kann, insbesondere im Hinblick auf Weihnachten. Und wir sehen hier verschiedene Pins, also wie zum Beispiel sowas ist super leicht zu erstellen über Canva. How to decorate after Christmas, ein kleines Beispiel. Oder auch dieser Pin hier, Cozy Winter Decorations after Christmas, also die zielen bereits schon ab nach Weihnachten. Und wie ihr sehen könnt, sind hier die diversen Produkte auch direkt auf der Seite verlinkt. Und noch zusätzlich ist auch der Link hinterlegt für die einzelne Seite. Und auch die kriegen über 400.000 Monthly Visitors mit verschiedenen Inspirationen, die ihr euch hier sammeln könnt. Wie auch bei vielen anderen Sachen würde ich empfehlen, die besten Accounts aus verschiedenen Nischen zusammenzusammeln und euch davon Inspiration zu sammeln, wie zum Beispiel hier Top 3 Best Planners for Students, Entrepreneurs, Bullet Journalists etc. Da hat sie auch wahrscheinlich Affiliate Links or 39 Unique Gifts for Him. Also super, super coole Sachen, die ihr auch leicht erstellen könnt. Solche Pins zu erstellen gehen extrem einfach mit der Plattform Canva. Die ist komplett kostenlos. Könnt ihr benutzen, nutze ich auch öfters, um Logos zu erstellen oder simplere Grafiken. Für komplexere Sachen nutze ich dann doch Photoshop, aber für simple Sachen ist das dann doch relativ leicht zu nutzen. Und hier kannst du zum Beispiel auf Create a Design Pinterest Pin auswählen und dann hast du die richtige Formatgröße. Das Coole ist, du kannst auch hier von Hunderten bis Tausenden Templates direkt eins kostenlos aussuchen und dementsprechend an dein Produkt anpassen und schauen, was sich dann am besten funktioniert. Hierbei, wie ihr sehen könnt, können wir das Ganze ganz leicht verändern, wie zum Beispiel das Beispiel von vorhin, 39 Gifts for Him. Dann könnt ihr da eben hier die verschiedenen Schriftarten auswählen. Wir machen das nicht unbedingt in diesem Video zusammen, denn ich habe dazu schon ein separates Video gemacht. Und dann könnt ihr auch natürlich die Farben abändern und hier die Fotocolors alles vergrößern. Also ich würde euch einfach anraten, spielt damit ein bisschen rum, ist sehr leicht zu verstehen und ich denke, ihr werdet jetzt auch dazu ganz leicht den Dreh rauskriegen. Sobald der Pin fertig ist, geht es dann ans Posten und du kannst dich entscheiden, wie du tatsächlich deine Produkte verlinken willst. Ob du dich jetzt entscheidest, einen Blog zu erstellen, was langfristig natürlich mehr Zeit braucht, aber auch langfristig mehr Resultate erzielen wird oder alternativ
alternativ auch die Produkte direkt auf den Pin zu verlinken. Ich würde euch anraten, natürlich beides machen, denn somit gibt es euch, eurem Kunden, die bestmögliche Chance, tatsächlich eure Produkte zu kaufen. Gilt, konstant dranbleiben, nicht nur einen Pin posten und hoffen, dass du von 0 auf 100 10.000 verdienst. So funktioniert nämlich das Online-Geschäft leider nicht, denn da musst du schon Arbeit tätigen und einfach konstant dranbleiben und mit der Zeit immer ein bisschen besser werden. Ich bin zuversichtlich, wenn ihr konstant dranbleibt und regelmäßig Pins postet und das nicht verliert und versucht, möglichst eure Pins zu optimieren und die Keywords zu optimieren, alles Mögliche drum und dran, werdet ihr langfristig damit sehr gute Resultate erzielen können und deutlich mehr als 100 Euro am Tag damit verdienen. Denn das ist wirklich eine bombenpassive Quelle, sobald es einmal angelaufen ist. In Kombination mit dem Blog kann das wirklich dein Leben verändern. Das war es auch schon mit dem Video, wie du mit Pinterest über 100 Euro am Tag verdienen kannst. Ich habe mehrere Optionen dir gelistet, gezeigt, aber primär in diesem Video letztendlich für die Affiliate-Option oder für die eigenen Produkte entschieden. Falls du mehr Videos zum Thema Pinterest sehen willst, lass mich gerne wissen, kann ich gerne mehr Videos zu dem Thema machen, insbesondere im Fokus vielleicht auf ein paar einzelne Thematiken, die ich vorhin genannt habe. Falls dir das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.